Das Modell der solidarischen Landwirtschaft, im Englischen auch CSA, Community Supported Agriculture genannt, macht Schule. Wir nennen es inzwischen solidarische Landwirtschaft. Das bedeutet, dass du nicht ein Kilo Karotten kaufst für eine bestimmte Menge Geld, sondern wir verbinden uns für ein ganzes Jahr mit einer bestimmten Gärtnerei und tragen diese während der Zeit mit und bekommen dafür unseren Anteil an der Ernte. Es ist erstmal so, dass wir ausrechnen, wie viel Geld wir brauchen für unseren Betrieb und dass wir dann die ganzen Unkosten solidarisch verteilen auf die Abnehmer unseres Gemüses, auf die Mitbauern sozusagen, die unseren Betrieb gemeinsam finanzieren. Es ist nicht mehr so, dass der Hof sich irgendwie um die Menschen dreht, die in einem anonymen Markt organisiert sind. Bei der solidarischen Landwirtschaft steht der Hof im Mittelpunkt und es gibt einen fester Kreis an Menschen, der sich um den Hof dann auch dreht. Also finanziell tragen sie die gesamten Kosten. Das heißt, sie zahlen nicht mehr fürs Gemüse, aber sie zahlen wirklich für die Landwirtschaft. Durch die solidarische Landwirtschaft verlieren die Lebensmittel ihren Preis und gewinnen ihren Wert zurück. Weil du hast nicht mehr ein Preisschild, das an der einzigen Tomate oder einem Kilo Tomaten dran hängt, sondern du hast einen Jahresbeitrag sozusagen, den du auch monatlich bezahlen kannst, aber du bezahlst, dass die Landwirtschaft funktioniert und nicht für das einzelne Produkt. Wir haben ja auch die Idee, dass Menschen mit wenig Geld gute biologische Nahrungsmittel haben. Wer jetzt mehr einzahlen kann, kann halt mehr einzahlen. Wer wenig hat, zahlt wenig ein. Und dadurch ermöglicht es der ganzen Gruppe, solidarisch sich zu ernähren. Und das macht einfach Freude und ist für mich auch sowas wie das Entstehen einer neuen Gesellschaftsform in der Praxis. Zum einen habe ich das Gefühl, ich habe einen riesigen Garten, den aber andere Mitglieder meiner Gemeinschaft, weil ich bin ja mit denen in einer Gemeinschaft, bearbeiten. Die Fülle an Sachen und an Gemüse, die wir die gesamte Erntezeit über bekommen, ist einfach toll. Die Qualität ist unglaublich und die Auswahl ist auch unglaublich. Wir haben ja mit ein paar Leuten angefangen, so diese Idee zu spinnen und uns vielleicht auch uns zu fragen, warum gibt es hier eigentlich noch keine Kooperative? Und in dieser Entstehungsphase hat sich dann eine sehr, sehr schöne Gruppendynamik entwickelt. Es sind vielleicht so zu Hochzeiten bis zu 20 Leute zusammengekommen, die in verschiedenen Arbeitsgruppen an diesem Projekt gewerkelt haben. Also ich denke, die Kerngruppe, die entstanden ist, war das Allerentscheidendste, um das Projekt hier ins Leben zu rufen. Alle konnten diverse Fähigkeiten einbringen. Und irgendwann, als wir dann Land gefunden hatten, war es auch wirklich möglich, sehr schnell dann 150 Leute zu haben, die gesagt haben, toll, da steigen wir ein. Im Moment ist es so, dass alle Mitglieder einen Direktkredit mit dem Verein abschließen. In der Summe ist das schon eine Summe an Geld und damit haben wir das komplette Inventar gekauft, also die Produktionsmittel. Alles, was Werkzeug ist, Gemüsekisten, Traktor, Bewässerung, Folientunnel. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass alle Leute, die hier mitmachen, auch auf den Acker kommen bzw. ins Folienhaus und mitbekommen, was tatsächlich passiert in der Produktion und wegkommen von dieser Rolle der reinen Konsumentin hin zu Prosumentin, Leuten, die auch mitbekommen, was in der Lebensmittelherstellung tatsächlich passiert. Ja, diese Idee von Landwirtschaft bzw. Ernährung selbst organisieren, das ist, glaube ich, gerade auf jeden Fall im Geist der Zeit. Die Leute machen Alternativen und gründen solidarische Landwirtschaft überall in Deutschland.